Hallo, liebe Augenoptikerinnen und liebe Augenoptiker, liebe DAO-Kunden. Mein Name ist Stefan Rüdiger und ich bin Vorstand der Deutschen Augenoptik AG und ich möchte euch heute kurz zur aktuellen Situation bei der DAO informieren. Die Gesundheit unseres Teams hat für uns höchste Priorität. Alle Mitarbeiter bei der DAO und auch ihre Familien sind gesund und munter und wir sind bis heute Corona-frei. Wir haben in den letzten Wochen frühzeitig auf die Situation reagiert, indem wir einen großen Teil des Teams ins Homeoffice geschickt haben. Und auch hier in der Firmenzentrale haben wir sehr strenge Hygiene- und Verhaltensregeln eingeführt. Zusätzlich haben auch alle Mitarbeiter von uns Desinfektionsmittel bekommen und auch Atemschutzmasken. Ich kann sagen, dass wir uns im Moment alle in einer echt außergewöhnlichen Situation befinden. Natürlich spüren wir das als DAO-Team hier genauso wie ihr draußen in euren Geschäften. Wir möchten mit der Situation ganz offen umgehen, denn wir alle stehen gemeinsam vor der gleichen Herausforderung. Unser Umsatz hat sich Stand gestern halbiert und mit Einführung der Ausgangssperren rechnen wir mit bis zu 90% Umsatzrückgang. Ihr wisst, dass uns Italien mit der Corona-Krise um 2 Wochen voraus ist und wir wissen, dass die Kollegen dort kaum noch etwas verkaufen. Wie sehr viele Unternehmen in Deutschland aktuell reagieren auch wir auf diese Situation und führen ab Montag Kurzarbeit ein. Alle Mitarbeiter bei der DAO haben diesem Schritt gestern zugestimmt. Ich kann euch nur wärmstens empfehlen, ich lege euch das wirklich ans Herz, wenn ihr ein Team von Mitarbeitern habt, nutzt die Möglichkeit der Kurzarbeit. Mit der Einführung der Kurzarbeit können wir als DAO so über einen längeren Zeitraum durchhalten. Während der nächsten Wochen werden wir einen Notdienst einrichten, ein kleines Team, mit dem wir telefonisch und per E-Mail für euch erreichbar sind. Unsere Produktionsstätten fertigen weiter Rezeptgläser. Lagergläser und Equipmentartikel sind ganz normal bestellbar. Und unser Lager ist sehr gut gefüllt, sodass es überhaupt gar keine Lieferverzögerung gibt aktuell. Wir wissen, dass die aktuelle Situation viele Existenzen bedroht und im Moment ist es sicher nicht einfach, für uns alle nicht, positiv in die Zukunft zu schauen. Deshalb haben wir überlegt, wie wir diese Zwangspause, die jetzt entsteht, nutzen können und gemeinsam mit euch überbrücken können. Deshalb werden wir in der kommenden Woche mit spannenden und interessanten Webinaren starten. Das geht so, dass Mitarbeiter der DAO und auch externe Experten euch in diesen Webinaren verschiedene Themen näher bringen. Das sind Themen wie 3D-Refraktion, Verkaufsschulungen und auch einiges anderes. Ganz wichtig, das werden definitiv keine Verkaufsanstaltungen. Wir erwarten dafür von euch keine Gegenleistung und alle Webinare sind gratis. Wir möchten einfach nur für euch da sein und diese Auszeit mit euch zusammen sinnvoll nutzen. Wir sind überzeugt, dass es definitiv eine Zeit geben wird nach Corona. Und dann möchten wir voll durchstarten und auch gemeinsam mit euch die Zukunft neu gestalten. Da kann ein bisschen mehr Wissen, Qualifikation, Austausch und Mut sicher nicht schaden. Zusätzlich zu den Seminaren oder Webinaren bieten wir in den nächsten Wochen Videochats und Webkonferenzen an. Dort könnt ihr euch mit uns beraten, über die Situation sprechen oder auch erfahren, wie andere Kollegen mit der Krise umgehen. Wenn das für euch interessant ist, erfahrt ihr in Kürze alle Details hierzu über unsere Social-Media-Kanäle und unsere Newsletter. Guckt also einfach in den nächsten Tagen auf Facebook, auf Instagram oder einfach in eure E-Mails. So, liebe Augenoptikerinnen, liebe Augenoptiker und liebe DAO-Kunden, bleibt stark, bleibt gesund, passt auf euch auf, passt auf eure Kinder auf eure Eltern, auf eure Großeltern, auf eure ganzen Familien, auf eure Freunde, passt auf eure Mitarbeiter. Passt auf eure Kunden auf, passt alle gemeinsam aufeinander auf. Wir bei der DAO machen weiter. Gemeinsam mit euch schaffen wir das. Ja, jetzt könnte ich ein Smiley machen, wenn das eine Nachricht, eine Textnachricht wäre. Ich mache einfach das hier. Alles Gute für euch. Vielen Dank. Bleibt gesund und bis bald. Ciao.